Achso, jedes Mal, wenn der Typ brüllt, vibriert mein Controller. Hi. Na, Corona-Chan? You did it. You did it. Here, I have something for you. Desinfektionsspray? Pillendose. Go on ahead. Please, take care of yourself. Ja, genau, mein Controller ist aufgeregt. So, seems we got the better of the psycho. Ja. Ah, well, fear not. I'm going to let you take all the credit. The ground keeps shaking. Something's going on. Ja, anscheinend bist du taub. That kid's the brains of the operation, eh? Am I right? Well, look after him. Folks like that are hard to replace. What's that? You're Hideyoshi now. Well, well. Gott, ist die Mission ewig, ey. Ich verstehe ja, dass der Controller vibriert, wenn ich hier draußen bin, aber warum vibriert der in den Menüs? Das irritiert mich so, dass der die ganze Zeit vibriert. Ohne Scheiß, das ist echt nervig. Und warum bist du so tanky plötzlich? Meine Vibration nicht abstellen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, aber ich möchte es gerne tun. Okay, warum mache ich plötzlich weniger Schaden? Wait, what? Das ist so weird. Aber wo soll ich überhaupt lang? Ach, hier lang. So, it seems that I have been shot. It will not do for a Nigatama to take a bullet. Who in the world can be behind this? Was fragst du mich jetzt, nachdem ich den Typen gerade eben quasi umgeboxt habe? Dein Ernst? Ich weiß nicht, wo lang. So, hier runter droppen. Okay. Der Spinnenbulle.
Oh Gott, hast du so weite Sweeps? Oh, cool. Und ich bin vergiftet. Ja, nice. Hat das ein Delay? Aber gut, dass ich auch ohne Elixier in den Feind gehe. Ja, der Spinnenbulle mit Flügel. Nee, warte, das ist einfach der Spinnenbulle, der jedes Mal, wenn er in Yokai-Realm geht, einen Sponsorvertrag mit Red Bull abschließt. Können wir uns drauf einigen, ne? Finde ich auch. Warum kann ich seinen Huf angreifen? Okay, seine Hinterbeine sind targetable. Interessant. Ich sehe ja zu 90% der Zeit nicht mal, was der Boss macht. Ich kann leveln. Kann ich das erst in seiner Yokai-Phase oder kann ich das auch schon vorher? Was passiert, wenn ich hier runterfall? Selbe in grün. Nee, auch vorher schon targetable. Okay, seine Sweeps sind so fucking weit. Und jedes der Dinger macht 50% Schaden. Also 50% Key Damage. Das heißt, wenn überhaupt, will ich das in seiner Yokai-Phase machen. Und er mir eine Gelegenheit dazu gibt. Es wirkt halt eher wieder wie so ein Puzzle-Boss als alles andere. Irgendwas habe ich zerschmettert, was ihm extrem Schaden gemacht hat. Ich weiß noch nicht was.
Ich hoffe, wir haben nicht noch mehr von diesen Riesenbossen. Es ist super unangenehm, die zu fighten. Ich hab versucht drauf zu reagieren, ich bin zu langsam. Okay. Ich soll so ein bisschen auf seine HP beachten. Nur so ein bisschen. Ja, brüll rum. Das Timing. Das ist halt so. Es ist halt super spät und so fucking delayed. Aber es ist gut, dass ich einfach auf ihn reinschlagen kann, wie bescheuert. Also das Problem ist, dass ich nicht vor seiner Schnauze sein möchte, glaube ich. Aber das Problem ist, das andere Problem ist, wenn ich nicht vor seiner Schnauze bin, habe ich keine Ahnung, was er macht.
Okay. Er kann Aquaknarre. Das ist einfach ein pissiges Shigi. Ich hab's rausgefunden. Wie weit war er? 40% oder so, ne? Könnte ein bisschen knapp werden, wenn ich nicht Elixiere nachfülle. Ja, cool. Wobei, vielleicht will ich vor ihm sein. Okay, Zeit, Kram auszuprobieren. Weil das, was ich probiere, funktioniert zwar, aber es ist super chaotisch und das gefällt mir gar nicht. Okay, vielleicht sollte ich doch nicht vor ihm sein. Ich hatte schon gerade die Idee, wenn ich vor ihm bin, macht er vielleicht mehr Kram, den ich kontern kann, aber sehe ich jetzt noch nicht so. Sein Damage Output ist halt crazy. Basically kann er mich two-shotten. Ja, good luck darauf zu reagieren. Ich glaube, die Grundidee für diesen Boss ist richtig dumm. Und ich mag sie überhaupt nicht. Und ich werde euch zeigen, was es ist. Let's do this. Ne, doch, ist richtig hier. Und dann machen wir... Zack. Zack. Na, Quatsch. Bla, binden. Ja, ich weiß nicht, das... Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein Boss ist, denn wo sind meine Elixiere hin? Spiel.
Nicht wegwerfen. Binden. Achso, ich habe den Talisman doppelt gebunden, okay. Okay, let's see, wie hart wir auf den drauf scheißen können. Ja, cool. Er dreht sich einfach zweimal und ich bin tot. Ich müsste halt 4 Buffs supplyen, bevor ich auch nur dazu komme, irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse den Sloth da erstmal weg. Sloth ist nice, aber irgendwie werde ich einfach nicht warm mit diesem Talisman in diesem Spiel. Kann ich vorne an seiner Nase stehen und hinten anvisieren. Oh, das ist unmöglich zu reagieren. Ja, und alles unter ihm ist halt einfach Todeszone. Ja, schön. Gut, dass mich meine Angriffe in ihn reinschieben. Das heißt, ich will quasi in den reinladen und dann raus. Okay. Ich glaube auch Defense Down bringt bei dem gar nicht so viel. Mache irgendwas. Ich weiß, dass es danach kommt, aber ich kann nicht darauf reagieren und ich bin tot. Ja. Ich mache mir zu viele Gedanken darum. Das ist einfach so ein LOL, weiß ich nicht. Der ist nicht spannend, der Boss. Glaube ich zumindest nicht. Ich muss halt nur einfach mal mein Inventar gescheit managen. Also. So, ich brauche quasi Elixiere da oben.
Was ich mir noch einreden lasse, ist, kann ich das nicht hier? Ja, eben. Elixiere, Schwachtalisman ist okay, Kraftperlen ist okay. Faultier kann weg. Anstatt von Faultier kommt der Reinheitstalisman dahin. Und ich brauche Gegengift. Da oben machen wir Faultier hin. Und dann brauche ich noch Gegengift. Und dann nehmen wir noch, weiß ich nicht, Splitterbomben mit, weil wir es einfach können. Und was kann man noch nehmen? I don't know. Räucherwerk? Oh, Joker an. Nee, danke. Und dann rufen wir noch eine Katze. I don't know. Das Ding ist, ich weiß nicht, war das nicht beim alten Nioh so, dass du den oberen Button einfach zweimal antappen konntest und er hat gewechselt? Jetzt muss ich das nämlich immer über das Steuerkreuz machen, was super ätzend ist. Vielleicht vertue ich mich auch vollkommen. Wo soll ich denn hin, mein Freund? Hinter ist mir eine Wand. Ich habe selten das zweite Itemrad genommen. Ich bin der Meinung, dass es ein Shortcut war für Doppeltap. Ah, dass ich jetzt wieder keine Elixiere habe, regt mich so auf. Aber das ist ganz klar ein Feind, wo ich volle Anzahl an Elixieren haben will. Mir gehen halt 5 fucking Elixiere durch die Lappen. 5. Das ist halt ein Kris von mehr als 100%. Einfach nur, weil man so einen dämlichen Zwischenstep eingeführt hat. Wie viel Range hast du? Dude, ich drück die Taste, aber es ist impossible.
Okay, das war ein nice Finisher. Mit wem soll ich kommen? Wo? Oh, hi. Now listen up. Hanbei is dead. Uh-oh. I can't believe it. I knew he was sick, but it's so sudden. If you will aid the forces in the capital, seize all the spirit stones you can. It's just a surprise attack feels wrong. I have granted you the power to realize your destiny. Rid yourself of pity. Understood. With your power, I will prevail. Oh, ich glaube, ich weiß, wer der nächste ist, den wir mal eben verprügeln dürfen. Gott, das war eine lange Mission. Holy moly. Toll, ich krieg ein Gewehr. Yay. Was ist das denn für ein Kern? Du spawnst einfach den Gegner und dann kommt's aus dem Boden. Om, nom, nom, nom. Das ist ja cool. Okay. Oh, Veteran. Gott, wir haben bisher nur diese eine Hauptmission gemacht, ne? Das war nur die Mission hier, oder? Vertue ich mich gerade. Ja, das war nur die eine Mission. Holy fuck. Das hat sich like forever angefühlt. Fun fängt, achtet mal drauf. Ich weiß, dass diese roten Schwerter irgendwie... Ach, ich weiß nicht mehr, was die ausgesagt haben, aber es war irgendwas über Schwierigkeit oder so, oder wie viele Leute da sterben. Irgendwie sowas. Ich glaube, es ist PvP. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Oh. Dojo. Let's go. Right, let us begin. Wirklich? Oh
Goddammit. Okay then. Let me see what you've got. Klar, während du nicht getroffen wirst, machst du das, ja? Wir müssen uns über die... Was ist das denn für eine Range? Dude! Ihr könnt einfach die ganze Zeit das machen und ich hätte keine Chance. Look at this! Doch. Ich mochte die zwei Parries. Die waren nice. Sonst noch wer? Hm? Your sword skills are impressive. Most enjoyable. Eieiei. Das Problem ist nur, dass der Konter von den Tonfas ist nicht so satisfying wie der, wie der Konter vom Schwert. Der Konter vom Schwert ist einfach nur so. Give me more of this shit. Okay, was bringt mir Eid des Kriegers? Ach, Eid des Kriegers ist eh noch ein Dings, ne? Naja. Wo möchte ich denn hin? Ich glaube, ich wollte das hier ursprünglich lernen. Wo wollte ich mit Magic hin? Was war denn hier freigeschaut? Und Blut-Talismane. Goddammit. Nix darf ich. Okay. Ach, die kann ich erst machen, wenn ich genug Meisterstufe hab. Oh. Oh. Okay. Interessant. Gott, wie viele ich inzwischen hab, ne? Ja. Gut, da haben wir das. Was fehlt mir hier noch? Oh, dort schon, okay. Nee. Okay. Wir machen Feierabend für heute. 8 Stunden Stream ist, glaube ich, okay. Plus, wir sind jetzt in dem Gebiet hier. Weißt du noch irgendwie zufällig die Jahreszeit von Nioh 1? Weil guck mal. Wenn das 30 Jahre vor Nioh gespielt hat, sind wir da gefährlich lang. Da ist nicht mehr viel.